Und damit, meine Lieben, wir kommen zu dieser Überraschung. Wir machen nochmal Chaos Waste. Und diesmal, ich kann es mich nicht auf mir sitzen lassen. Die letzten Runden waren echt komisch. Deswegen nochmal. Ja, die letzten Runden Chaos Waste waren irgendwie ganz besonders gewesen. Und das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, deswegen. Neuer Versuch, neues Glück. Vielleicht kriegen wir mal bessere Trades sogar. Vielleicht sogar mal zwei rote Waffen und zumindest mal eine orange, ne? Die Hoffnung ist da. Ob ich wirklich was bekomme, mal gucken. Ich springe mal direkt mit Block hier durch. Damals waren gerne mal Gegner in der Nähe gewesen. Aber das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so. Die haben wir dann erstmal hier eine auf den Dings hauen wollen. Ja, Patrouille, lass uns vielleicht hier hinten lang gehen. War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns angreifen. Wie viele das auch sind in Kataklysmus. Aber wir haben die ziemlich gut aufgeteilt. Ich bin komplett retarded. Ich muss wieder mich kurz bisschen fokussieren. Ich kann hier nicht durch. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich wollte sowieso nicht nach da gehen, weil... Ja, das Gas lag, aber Yasena ist ja ein Bot. Sollte sogar sterben. Naja, jetzt zumindest. Ich vergesse wieder, dass hier alles gefühlt ein Bullet-Sponge wird bei Kataklysmus. So, da unten wäre das Gedöns. Prophetenschlag. Da unten wäre sogar ein Segen. Sorry, Gruber, ich will dich nicht runterschieben. Oh, wir haben jemanden dazu bekommen. Sollte ich erstmal nicht Hi-O, sondern Hi schreiben. So, und dann jetzt gleich die Truhe. Würde ich zumindest denken. Ich nehme mal hier die Münzen mit. Guck mal, ob hier noch ein Trank in der Nähe liegt. Aber nö. Na gut, dann müssen wir erstmal den Assassinen hier irgendwo fertig machen. Okay. So viel dazu. Ich warte hier kurz und schieße sie noch ab, wenn ich hier drüber komme. Von hier, glaube ich. Oder vielleicht auf die andere Seite. Assassine von hier unten, glaube ich. Ne, von da. Oh, okay. Damit habe sogar ich nicht gerechnet, dass der hier den Bounce an dem Dingens hier macht. Dankeschön, aber noch heile ich mich nicht. Noch kann ich mich nicht heilen. Ja, wir müssen anfangen, sonst kommen die Specials einfach nur noch mehr und mehr und mehr. Ich frag mal, ob die ready sind. Okay, ich mach mal. Ah ja, Kerspawn. Und Schildzerschmetterer.
Wie gut, dass ich nicht am Dingens. Nicht vers. Mich. Ich kann nicht wieder reden, aber. Wie gut, dass ich versuche, mich überhaupt nicht zu treffen lassen. Super halte ich mir jetzt ein bisschen länger auf. Ja, während er noch da hinten ist, mache ich mit Gruber hier noch die Kleinen kurz fertig. Ich muss hier auf die. Ja, so viel dazu. Victor! Wie er da so durchrennt. Geil, danke. Ich renne zum Zwerg. Ich würde ihm gerne den Trank geben. Es ist krass, gell, wie kleines Fadenkreuz ist im Gegensatz zu mir, aber wie ich es dann halt trotzdem nicht hinbekomme zu treffen. Ja, das war das, man kriegt Schaden, wenn man hier in der Nähe ist. Ich kann sein, dass ich jetzt sterbe. Gibt es hier irgendwas, was uns helfen kann? Irgendwas? Ja, ich darf nicht da sein, sonst sterbe ich auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt so down bekommen, muss ich echt sagen. Nehmen wir irgendwas ganz schnell, damit wir was haben. Ich muss weg, sonst sterbe ich. Okay, mir tut es so leid, ich kann nicht wirklich was machen. Ich muss hier durch. Dankeschön. Uff. Wir kiten zwar, aber. Oh, ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich warte noch, bis der Bogen weiter aufgeladen ist. Nicht zu uns! Es ist so traurig, ey. Es ist so traurig. Können wir wechseln? Ein bisschen Schaden konnten wir machen mit dem Piercing Shot, aber zum Glück regenerieren wir ein bisschen Leben durch mich. Die Fähigkeit. Ich gehe mal ein bisschen vom Baden weg, nicht dass ich noch unnötig Schaden bekomme. Und ich kann nicht näher. Das ist so nervig. Mit den Schaden hier, dass man den nicht so teilt. Ah ja, genau, das meine ich mit lang. Oh, jetzt kann ich drauf. Und jetzt sollte ich wieder weg. Weil ich bin jetzt mal. Hatte kurz das Talent bekommen, was ich genommen habe. Ja, das. Danke. Ich habe noch nie gehabt, dass Schadenteilen so böse war. Naja, Victor kriegt den irgendwann. So, Baden läuft mal schon zu Gruber. Kann er noch hier alles auf dem Weg mitnehmen. Oh, oh, der läuft woanders lang. Oh Gott, ich hoffe, er kommt nicht bei Baden jetzt raus. Das wäre echt, nicht so toll. Aber hey, du kannst das Positive sehen, Victor. Wir kriegen wenigstens noch die Münzen. Wenn du da lebend rauskommst.
Aber Viktor stellt sich gut an. Es war wieder dieser typische, hinter dir ist übrigens was Moment gerade gewesen. Genial. Gut, ich liege in der Grube unten. Wir sind jetzt quasi auf Hunger im Dunkeln, die Map hier. Und nicht mehr Imperium in Flammen wie beim ersten. Ja, aber hier dieses, ein Teil des einem Spieler zugefügten Schadens wird auch anderen Spielern in der unmittelbaren Nähe zugefügt. Das ist echt mies. Man muss ja auch nicht nur von den Gegnern Abstand halten, von dem Monster, sondern auch noch von meinen Mitspielern. Weil die haben mal Schaden bekommen, wie gerade eben. Und ich kaum Leben habe, bin ich instant weg, aber shit happens. Ich höre Karin da unten schon irgendwo rumstören. So. Jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht sterbe. Ach, Trank der Wendigkeit. Das ist mal wieder mit meinen Lieblingsdingens hier. Es zählt ja sogar als Parieren. Ja, da hinten sind noch mehr. Hier unten. Genau, der da. Dann kommt von hier oben noch einer unter. Okay. So. Aber wir haben die Chest, die Chest hier geschafft auf der Map, die Truhe der Prüfung. Wir müssen hier nochmal kurz überlegen. Wahrscheinlich kommen wieder so ein, zwei Hook-Button dadurch. Ich nehme mal genau den auch mit. Das war nicht mein Gedanke gewesen. Ja, Viktor hat eigentlich, glaube ich, dass er die Schilder hier durchhaut. Ja, er hat auch den Dingens dabei, den Pflege. Der Pflege ist der Hammer. Abwarten, bis er mit dem Schwert draußen ist. Und jetzt schnell drauf. Ja. Es ist schwer, die Gegner zu treffen, wenn man da rein ausweicht. So, ich springe jetzt direkt hier auf den drauf, komm. Bin auch mobil genug, um die eigentlich ganz gut fertig zu machen. Also mit den Doppelschwertern weiß ich, kann ich die Dinger outrangen. Ob das hier auch so möglich ist, weiß ich nicht. Also wenn der auf jeden Fall auf jemand anderen geht, kann ich den auch ein bisschen Abstand gut angreifen. Wir haben noch einen Feuerpass hier. Ich nehme das mal mit, wieder ein bisschen. Zumindest ein Stückchen mit. Oh, ein Schuss, der zwischen den Gegnern durchging. Das klingt doch sehr nach mir. Habe ich eigentlich gezeigt, dass es schon Kataklysm ist hier, was ich spiele? Kann ich nächstes Mal zeigen. Kann ich gleich zeigen, meine ich. So, ouch. Ja, Kataklysmus, jawohl. Ich mach mal nächste Folge
nochmal Chaos Wars. Tut mir leid für die Leute, die Chaos Wars nicht mögen. Und dann machen wir mit der Handmaiden und den Doppelschwertern. Wir sind gut gegen Horden, aber nicht gut gegen Dicke. Der Mondfeuerbogen ist ja auch nicht mehr gut gegen die Dicken. Da müssen wir mit den Kritischen oder so ein bisschen arbeiten. Und dann hoffe ich mal, dass es soweit gut dann noch klappt. Jawohl. Wir können mal hier lang gehen, weil manchmal gibt es hinten noch ein bisschen Krempel mitzunehmen. Genau, hier Münzen. Hier wäre nochmal Munition. Hier hinten ist eine Sackgasse, aber hier geht's lang. Das ist gut. So. Aber, auch wenn ich komisch am Anfang gestorben bin, die Runde geht auf jeden Fall schon besser als die letzte. Zumindest fühlt sich das so an. Wahrscheinlich macht das Team wieder mehr als ich. Würde mich nicht wundern. Oh, Heilzeug nehme ich gerne mit. Stell mich mal kurz hier hoch. Jawohl. So, ja genau, wenn die einzeln dastehen vor einem Verbündeten, ich schieße auch nicht unbedingt absichtlich auf den Kopf, weil dann können die den ohne Probleme auch noch fertig machen. Die gehört denen so nach dem Motto. Mache ich zumindest im schnellen Spiel mittlerweile ganz gerne. So, mal sehen. Bewegungsgeschwindigkeit oder Zwietracht? Okay, das ist wohl ein... Ja, wir möchten Zwietracht-Schrein haben. Kopfschussschaden 50% wäre nice. Das würde ich lieben. 20% mehr Schaden. Soll ich? Was für eine Frage. 50% Schadensverringerung, wenn ich nicht mehr da bin, also außer Gefecht am Boden liege. Ich plane nicht am Boden zu liegen, deswegen lasse ich das mal. Also was besonders bei Doppelschwertern ist, gut gegen Horden, schlecht gegen die Großen. Aber was halt besonders da ist, mit dem Stich kommt man durch die Schilde von Stormwürmen durch, also den Blockstich. Und was ich an denen noch liebe, ist, der dritte und vierte Leichte sind fast immer kritische Treffer. Also man kann damit echt sehr übel arbeiten, wenn man zum Beispiel hier Lightning oder so bekommt. Da sind die extrem übel. Und wenn die Handmaiden dann nochmal mit dem Dash-Event, dieses Dash-Talent hat, dass sie dann nochmal temporär leben. Ich bin dämlich. Ich meine... Ja, 5 mal 5%, also durch jeden, den man durchsteht, kriegt man 5%. Bis zu 5 Mal stapelt sich das. Wenn man das dann noch bekommt, könnte man ziemlich übel austeilen. Mit den Doppelschwertern. Dann ist ja fast jeder quasi ein Kritischer. Und Doppelschwerter habe ich damals echt sehr, sehr gerne gespielt. Momentan hat mir das Schwert hier angetan. Und ja... Ich bin halt ein bisschen verrückt, deswegen Mondfeuerbogen. Mit dem ich auch nur so halbmäßig treffe. Da ist doch irgendwo... Nee, kein... Ah, der war schon tot. Das ist mein Monster. Also. Wir haben schon ein bisschen hier Schaden gemacht. Nicht so ganz viel. Mit hier Kopfschussschaden wäre es noch geiler gewesen, wenn wir es bekommen hätten. Oh, das ist nicht gut. Ich gehe mal hier irgendwo... Oh, Feuer...
Bitte Feuer, geh zur Seite. Ich würde gern hier durch. Ah, der Zwerg hat den Superbomber genommen. Kann immer seine Bombe werfen, wenn er Super einsetzt. Das ist gut. Oh, und was ich bei Handmade liebe, das ist supportmäßig richtig geil. Ich kann jede 20 Sekunden dashen. Und wenn ich dann das bekomme, wenn du deine Superfähigkeit einsetzt und dann auch noch hier... Oh, was geht hoch? Bitte nicht zu mir werfen. Ja, ich muss mal mehr mit der Alt-Taste hier arbeiten, weil ich habe Ausweichen bei mir extra auf Alt gelegt, damit ich nicht aus Versehen springe eigentlich. Aber jetzt habe ich ein bisschen viel Star Wars, Lego Star Wars gespielt und da ist Ausweichen nur auf der Taste. Und, naja. Macht der Gewohnheit sagt dann wieder, drücke Space. Aber es läuft gerade eigentlich ganz gut. Also wirklich ganz gut. Ich bin selber überrascht. Ah, und da oben ist schon eine Kiste der Verdammnis. Na, ich glaube, die fällt nicht um. Oh, sogar umgefallen. Ich stelle mich mal auf die Kiste, aber kann ich nicht. Ich glaube, die kommt von ja, hier unten. Allein wie viel Schwere ich für den brauche. Okay, ich warte mal, ob die ready sind. Oh, ein Troll. Wenn ich das gut anstelle. Okay, wenn ich das gut anstelle, nicht wahr? Wie wenig Schaden ich ihm auch mache. So, ich gehe mal hier runter. Ich versuche mal die Welle hier ein bisschen... Müssen den hier noch ein bisschen. Aufpassen vor dem Schmodder, genau. Oh, ich habe jetzt natürlich den Verbündeten getroffen, wie es gehört. Ich bin mal unten, muss ein bisschen laufen, lalala. Oh, hier, guck mal, hier gibt's was zu mitnehmen. Okay. Ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Naja, ja, das ist in Ordnung. Ja, ich bin sehr sluggish. Ich kann ein bisschen was machen, aber ich habe halt so viel Leben mittlerweile. Da passe ich lieber ein bisschen auf. Ich gehe mal runter. Weil wenn ich gelähmt bin, möchte ich nicht von dem Dicken hier getroffen werden. Jetzt schnell drauf. Wie dieser schwere Schlag bei mir voll vorbeigang. Sorry. Ey, ich mache das nicht mit Absicht. Ich bin nur nicht dran gewöhnt, dass hier Spieler die ganze Zeit... Oh, ein Leben habe ich. Dankeschön. Nice. Lalala, ich gehe gleich wieder runter.
treffe ja noch nicht mal was. Und dann wieder mich auch gar nicht für mich interessiert. Das war's wert. Das war's wert, da drauf zu hauen. Ah, Dankeschön. Naja, Spam Ult, please. Okay, ich sollte mich selber heilen. Ja, das Abblocken zählt als Parieren. Ja, komm, das ist besser als gar nichts. Bedeutet wenigstens, dass die alle ins Wanken kommen. So. Mal gucken, da unten kommt der Strangler. Den kriegen wir aber. Schieß nochmal drauf, vorsichtshalber. Tut es voll leid, dass ich hier den Ding jetzt nicht holen konnte. Den Blightstormer. Was haben wir eigentlich auf dem Schwert bekommen? Das wollte ich schon die ganze Zeit wissen. Ausdauer, okay. Ja, ich meine, ich will ja sagen, aber ja. So, Wendigkeit ist besser als keine Wendigkeit. 5 Mokenbomben. Ja, hat Bahn ja schon geworfen, glaube ich, war's. So. Wenn Bahn nicht am meisten Schaden hat, dann weiß ich auch nicht. So. Mal gucken, ob wir auch irgendwo einen interessanteren Trank finden als den hier. Den Ausweichtrank. Aber ich finde es cool, wie die Tränke hier aussehen. Mir gefällt dieses, was ist denn das? Ist das ein Achteck? Ne, Sechseck ist das. Irgendwie so eine Sechseckform. Gefällt mir. Ah, hier, geteiltes Leben. Besser als das, was ich habe. Oh, hier, was ist das? Wendigkeit. Nein, sicherlich nicht. Oh, hier, eine Brandbombe. Hier, noch eine normale Bombe. Oh, hier, random Dingens. Okay, ich nehme ein High-Kit mit. So. Okay, mal gucken. Wo stellen wir das Fass am besten hin? Ich stelle das dahin, wo nur einer runterkommt. Weil auf der Seite hier hat das Fass eine gute Abdeckung. Aber wir versuchen mal hier die alle mit dem Kopfschuss hier auszuschalten. Die dicken Gegner dann. Vielleicht kriegen wir sogar Monster. Gegen normales Monster hätte ich echt nichts. Ich glaube, Victor macht... Ich weiß nicht, ob er extra das Schild auf mich macht, aber er hat das Doppelschild. Bei dem Doppelschild ist es so, wenn man das zündet, dann kriegt das der nächste Verbündete. Also wenn man nur für sich zündet. Zumindest war das so, als ich das gerne gespielt hatte. Muss man hier ein bisschen weg. Das war ein schöner Schuss, muss ich mal sagen. Ich gehe mal ein bisschen nach hier hinten. Alle müssen ins Feuer. Genau wie es sich gehört. Obwohl, die laufen irgendwie ein paar vorbei, die nicht im Feuer sind. Und unfair. Ja, das Fass lag wahrscheinlich wieder nicht weit genug oben drauf. Oh, ein Leben. Nice. Ah, ich kann jetzt einfach draufbauen. Ich habe doch wieder das
Dingens hier bekommen, dass ich unter 10% Leben nicht direkt sterbe. Ich treffe den nicht. Ich soll gar nicht versuchen, den mit meinem Piercing-Shot zu treffen. Der ist wieder direkt weg, bevor... Nee, obwohl. Geht. Ist mal wieder ganz besonderer gewesen. Ich kümmere mich mal um die hier. Oh, ich bin schon wieder bei einem Leben. Ich habe irgendwie ein Gefühl gerade dafür, nicht wahr? Wir haben einen getroffen. Wir müssen mal von dem Chaos Warrior aufpassen. Während wir hier wegziehen. Mal gucken, Victor, dem sollte es, glaube ich, gut gehen. Komm, Victor, weg, 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 weg. Oh Gott. Ich laufe auch mal hier hinten lang. Kommst du zu mir, Kreis? Okay. Das Halloween-Event war richtig krass gewesen. Ich habe es ja nur auf Legende gespielt damals. Und das war ja der Hammer gewesen. Also, was die Gegner da alle ausgehalten haben. Da habe ich sogar vom meinen Lieblingsdingens hier geswitcht. Von meinen Dingens hier. Von meinem Doppelschwert dann auf Beehender mal, nur um zu testen. Aber so toll war es dann doch auch wieder nicht gewesen. Okay, so viel dazu. Möchtet ihr den nicht nehmen? Okay, dann nehme ich den. So, springen wir noch. Oh Gott, ein bisschen weg. Der wäre auch so gestorben jetzt. Irgendein, was nicht ausweichen ist, komm schon. Endlosbomben ist nicht ausweichend, ist gut. Ich bin froh, dass ich der Einzige bin, der gehuckt wird. Ich nehme auch mal. Wetten, wir kriegen irgendwas mit Munition. Oh, 50%, dass sich ein Gegner in der Nähe also Schaden anbekommt. Das ist sogar etwas Gutes. Jetzt haben wir sogar zwei gute Sachen schon. Na okay, ich dachte, es kommt noch der Hafen, aber wir hatten hier die Arena gehabt. Da war es dann schon. Da hatten wir das dann schon gehabt. Ah, da unten hat auch jemand das lila Symbol. Das heißt, irgendjemand steckt den Schaden für uns ein. Oder gibt uns Leben. Irgendeins von den beiden war es, genau. Genau weiß ich nicht mehr. So viel Chaos Waste spiele ich dann auch nicht. So. Aber, wie in der letzten Folge, mache ich den Cut hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, tschüss.